Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Hallo, hallo, ihr Lieben. Feiertag heute, Freitag. Und ich hatte gesagt, ich zeige euch als nächstes das fertige Momoko, Sarah Kay Büchlein. Nein, denn ich habe noch Sachen bekommen gestern und die wollte ich unbedingt gerne noch verarbeiten, in dem Sinne nicht, sondern mit reingeben. Zum Glück ist es ganz gut abgetrocknet. Es sind, wenn ihr das richtig beobachten könnt, die Ränder sind leider geblieben, aber es ist sehr, sehr ärgerlich. Ich weiß es nicht, was das mit der Post ist. Ich habe ein Bild vorgeschaltet. Es ist wirklich, wirklich traurig. Seht ihr mal. Hier unten war der Umschlag, schon mal per se kaputt. Hier oben war er kaputt. Er war komplett durchgeweicht. Ich will das jetzt nicht umdrehen. Vorne ist noch schlimmer. Da war eine nette, freundliche Karte dabei. Komplett durchgeweicht. Die ist immer noch nicht ganz trocken. Es ist einfach eine Unverschämtheit. Das ist immer noch nicht ganz trocken. Dort sehen wir es. Also ich habe diesen lieben, wirklich lieben Osterbrief habe ich von Ramona Helling bekommen und ich bedanke mich sehr dafür. Zum Glück ist das einigermaßen trocken, das ist nur so leicht klamm gewesen. Und dann hat sie mir solche Stempel, wow, wo gab es denn Sarah Kay Stempel? Ich bin ganz sprachlos. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und diesen tollen Aufkleber. Und jetzt kommt sowas Tolles. Guck mal, so alte, so aus Zeitungen. Oh mein Gott, wie toll ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, also das lasse ich so, wie es ist. Das kommt mit rein, natürlich. Also, das ist so schön. Komm, wir vertragen uns wieder. Welche Zeitung macht das gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber süß, ne? Und das ist Miss Petticoat hier. Die ist ja richtig niedlich. Die kannte ich vorher gar nicht so. Oh, freu mich mit. Und drei. Danke, danke, dass du an drei gedacht hast. Dankeschön. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich das überhaupt machen könnte. Aber ich habe euch das Bild vorgeschaltet. Also gestern habe ich Post. Der ganze Postkasten war voll. Vorgestern bin ich zweimal zum Postkasten gegangen, war nichts drin. Also selbst nach der Zustellzeit bin ich nochmal gegangen, weil ich eigentlich auf was wartete, was allerdings bis jetzt noch nicht da ist. Deswegen sage ich es nur, bin ich deswegen öfter gegangen. Und was soll ich euch sagen, gestern Donnerstag kam dann die Post und ich sehe sie vorfahren und sie fährt weg und ich gehe sofort raus. Es war keine Minute Pause und ich hole Post aus diesem großen Kasten raus und die Post ist durch und durch nass. Naja, gut, ich denke mir schon, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ich denke mir schon langsam, dass das System hat. Ja, sie hat irgendwie Probleme mit mir, die Dame. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht sagen, was da genau vorgefallen ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß wohl, dass es sehr ärgerlich ist. Da war zum Beispiel so ein Katalog dabei, den brauche ich jetzt nicht. Den habe ich noch da liegen. Der ist so durchgeweicht, der ist so aufgequollen, den konnte man nicht mal mehr blättern. Den kann ich nur wegwerfen. Den brauche ich aber auch nicht unbedingt. Es waren aber auch Postsachen von der Telekom, weil ich bin ja jetzt gerade im Wechsel mit der Glasfasergeschichte, also wichtige Nachrichten, durchgeweicht. Die habe ich dann mühselig getrocknet, wie dieses auch. Und darüber habe ich mich am allermeisten geärgert, dass sowas Schönes dann hier ankommt und ist total aufgeweicht. Ne? Also ganz ehrlich, das muss doch nicht sein, sowas. Ne? Naja, wir werden sehen. Es ist jetzt das mehrfach passiert. So, ich möchte jetzt natürlich die Karten und die Sachen mit in das Buch hineingeben. Und gucken wir nochmal an, ich habe inzwischen schon andere Sachen gemacht und habe im Moment so ein bisschen die Übersicht verloren, wie wir jetzt noch was, weil eigentlich war es ja fertig. Ah, wir finden schon irgendeine Möglichkeit, was noch reinzugeben. Hier ist zum Beispiel Kleveratismus. Ja, wartet mal, ich gucke mal gerade durch, wo noch, ich habe jetzt natürlich mich bemüht, jede Seite auf irgendeine Art schon zu gestalten oder irgendwas zu machen. Hier sind ja schon diese dicken Umschläge drin. Mit den tollen Taschentüchern. Und wartet mal, ich glaube, da ist es schon fast zu Ende.
Da ist noch eins. Ja, wir hätten hier noch ein... Nee, da ist auch schon was da. Wisst ihr, wo wir es drauf machen könnten? Das wäre noch die einzige Idee, die ich jetzt hätte, an diese farbigen. Ich glaube, das machen wir auch. Ja, genau. Also Platz ist noch da. Das ist so Vellum, so besonderes Vellum in verschiedensten, so ihr seht, so leicht getönt, so bräunlich, rosa, bräunlich, und die sind hübsch, die sind alle verschiedene Muster, und die habe ich mal geschenkt bekommen, und die werde ich jetzt für diese Sache verwenden wollen. Ich muss gerade nur überlegen, ich mache einfach den simpelsten Umschlag, den ich mir vorstellen kann. Es geht ja nur darum, dass ich die Karten da reingeben kann. Und man kann die Karten noch ein bisschen, so ein bisschen sehen. So, warte mal, wie groß sind die Karten? Warte, wir holen mal. Ich will es jetzt nicht knicken, bevor... Ja, das würde doch reichen, ne? Das würde doch reichen. Ja, ich mache das jetzt einfach so, wie ich denke. Weil ein richtiger Umschlag, dafür reicht der Platz nicht bei mir. Ich glaube, das wird zu... Also so richtig so mit Dreieck, und ich habe da zwar Schablonen, aber das langt nicht. So, und dann könnte ich das so ein bisschen passender abschneiden, ne? Das wäre schon noch möglich, dass ich hier noch so ein kleines bisschen abschneide. Okay, pass auf, wir falten die mal eben alle. Aber ja, ich habe mich wirklich ganz, ganz doll darüber gefreut. So unerwartet noch so tolle Sachen zu bekommen, und habe dann natürlich den Plan, ich wollte ja eigentlich das nur noch heute bestempeln kurz und euch dann den Flip through zeigen, aber das ist jetzt einfach zu schön, das muss noch mit rein, und ich möchte das alles so erhalten, wie es ist, möglichst, damit ich diese schönen alten Sachen nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, kaputt mache oder so. Die sollen einfach aufgehoben werden. Ne? So ist mein Plan. Ja, warte mal. Jetzt gucken wir mal, wie groß ist so eine Karte. So, man kann so ein Stückchen ab, so ein kleines Stückchen kann ab. Kriegen wir das? Ach, ich mache es lieber einzeln, bevor es nicht klappt. Ne? Warte mal. Ja. So ein kleines Stück kann ab. Gucken wir mal, dass wir es ungefähr gleich machen, aber es ist auch nicht so ganz wichtig. Ja, es ist noch früher Morgen, und es ist bei uns nicht schön. Es ist kalt und regnerisch. Ich habe tatsächlich heute den Ofen wieder angemacht. Ich habe gestern echt gefroren. Also mir war es zu doll. Ne? Mir war es einfach zu doll. So, und ich habe für heute Nachmittag, ich gucke mir gleich nochmal hier Tempelritter an. Ich weiß nicht, wo das läuft. Irgendwo im Fernsehen läuft das. Die haben wir zufällig nicht als... ich überlege gerade, wie ich es jetzt am besten so ein bisschen abrunde wollte. Ich so ein klein bisschen abrunden. Das wäre natürlich günstig. Man würde das dann einheitlich haben. Warte mal, ich mache die mal eben auf, dass ich dann besser handhaben kann. So. Wo ist denn hier die Mitte? Ui. Aber mal anders. Wo ist denn hier die Mitte? 19 haben wir hier. Das macht es auch immer so kompliziert. Dann drehe ich hin, dann drehe ich her. Also 19, das sind 8,5. Hier wäre die Mitte. Kommt mir gar nicht so mittig vor. Warte mal, ist das wirklich richtig, was ich da sage? Nee, ist nämlich nicht richtig. Siehst du, habe ich da nicht richtig geguckt. Wenn wir einmal genau gucken. Hier ist die Mitte. Hier machen wir so einen ganz kleinen Stritzer mal dran, ne? Einfach mal so. Und dann versuche ich, so ein bisschen auszuschneiden. Ach, Mensch, ja, guck. Und dann versuchen wir das. Ich glaube, das sollte ich dann mal anmalen. Wo ich den Stift hingelegt? Hier nehmen wir den. Na, kann man sehen? Na, kann man gut sehen. Ja.
Ach ja, komm, mach nicht so ein Geschiss daraus, Frau. Das ist schon okay, so wie es ist, gell? Jetzt male ich das einfach hier so auf und schneide es dem. Das heißt, das kann ich mir doch ein bisschen einfacher machen. Man muss immer erstmal anfangen, logisch zu denken. Ne? Das ist immer die Voraussetzung für irgendwelche Sachen. Kann ich dann da so einfach anmalen. Ich nehme nur so einen Bleistift. Das reicht schon. Ja, ich wollte jetzt morgen, wenn das Wetter es zulässt, es soll ja morgen schönes Wetter geben, also sonniges Wetter. Und dann habe ich eigentlich vor, morgen in den Bergeler Wald zu gehen und wollte gerne nach dem Bärlauch schauen. Hatte ich, glaube ich, schon erzählt, ne? Da ist ja dieses, und auch schon gezeigt mal vor einiger Zeit. Moment, nicht verschieben. Was machst du da für dummes Zeug? Leg's eben wieder gerade drauf. Und wollte dann Bärlauch holen, für mich auch ein bisschen. Ich bin nicht so furchtbar wild drauf. Mein Mann, der war wie verrückt nach Bärlauch. Oh, der kriegte sich nicht ein. Der mochte den schon so gerne riechen und essen schon mal 10-mal so gerne. Naja, und meine Mutter macht den also auch sehr, sehr gern, das weiß ich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich werde meiner Mutter mal ein Pesto machen. Wird sich vielleicht darüber freuen dann. Weil sie selber ja natürlich nirgendwo mehr am Bärlauch kommt zurzeit. Ja, das ist halt leider so. Ja, und dann wollte ich, Pesto macht man ja original mit Pinienkernen und Olivenöl und Parmesan. Ich muss dazu sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich würde mir ganz gerne eine Einschubtasche machen. Wo habe ich das kleine Teil hier? Einfach so, damit man. Warte. Ist das ungefähr die Mitte? Ah ja. Ach ja, das ist doch nicht schlecht. Nee, komm her, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch schnell gemacht, ne? Ja, und dann kommt er ja, wie gesagt, Pinienkerne, Parmigiano und Olivenöl. Soweit ich weiß, ist das das schon, ne? Ich habe so lange diese Art Pesto nicht gemacht. Also ich muss zugeben, Pinienkerne waren mir einfach wirklich zu teuer. Und ich werde es dann mit, guck mal, sieht schön aus, mag ich leiden. Kann ich ein bisschen abrunden, ne? Nee, das ist nicht schön. Warte, warte, wir versuchen das Beste rauszuholen, was wir machen können. Ja, so ein klein bisschen abrunden ist immer nett. So unten so, ne? Mhm. Finde ich einen schönen Umschlag. Wollen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn wir es reinstecken. Ist genug Platz drin. Auf jeden Fall. Oh, wie süß. Man kann so ein bisschen durchgucken. Und man kann so ahnen, es ist was Tolles drin. Man kann es aber ganz leicht aufmachen. So der Plan. Guck. Ja, das ist prima. Das machen wir auch. Die anderen machen wir eben kurz fertig, ne? Ja, das ist ja Wahnsinn. Also ich, nee, das hier ist mir alles manchmal echt zu teuer. Solche, ja, mache ich jetzt mit, das wollte ich sagen, mit Sonnenblumenkernen werde ich das machen und natürlich Olivenöl. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Parmesan gekauft, weil ich weiß, meine Mutter mag das bestimmt lieber dann so. Wir selber haben es immer ohne gemacht, ohne Parmesan. Schmeckte auch wunderbar. Ich finde den Anfang nicht mehr. Da habe ich ein Talent für, ne? Das ist ja furchtbar. Da ist er. Problem ist, dass ich es immer so schlecht sehe und daran liegt das wahrscheinlich auch. Ja, dann wollte ich ihr da ein, zwei Gläschen machen und schicken und vielleicht hat sie noch ein bisschen Freude mal da dran. Ja, viel machen kann man da nicht mehr für die Eltern. Es entwickelt sich zu einem Drama. Ich will da auch nicht näher drauf eingehen. Aber es ist sehr, sehr kompliziert. Es ist sehr, sehr schwer. Ich wusste gar nicht, wenn die für so ein Vorgespräch kommen, wenn man so Pflegeleute im Haus haben will. Und ich sage jetzt auch nicht, welcher Verein das war oder welche Einrichtung, sondern einfach nur die Tatsache.
dann wurde, ich habe das ja versucht, ach so, nee, warte mal, das geht nicht. Ich habe ja dieses versucht, dann Plätze zu finden, wo Firmen noch, warte mal, Kapazitäten haben. Daraus entwickelte sich jetzt ein Gespräch. Diejenigen kamen ins Haus. Was ich jetzt nicht wusste, dass so ein Vorgespräch, um da Arbeit zu haben, 100 Euro kostet. Finde ich doch eine Menge Geld, gebe ich ehrlich mal zu. Ne? Und ich hatte auch gesagt, schon im Telefonat, es handelt sich um meine Mutter und meinen Vater. Mein Vater wird jetzt am Montag aus der Kurzzeitpflege entlassen und wird nach Hause gebracht. Und da muss Hilfe her, weil er ist ja noch sehr eingeschränkt, kann ja fast nicht selber. Vor allen Dingen darf er das Bein noch wochenlang immer noch nicht belasten, ne? Immer noch nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig dann alles, ne? Naja, jetzt wurde also ein Vorgespräch gemacht. Das heißt also, meine Schwestern mussten sich Urlaub nehmen, damit man dann auch Zeit hat. Man muss ja so ein Gespräch begleiten und man hat ja auch Fragen, man muss ja auch besprechen können und. So, dann war man mit 100 Euro dabei und dann hieß es, ja, das Gespräch für ihren Vater, das machen wir dann nächste Woche. Da haben die gesagt, Moment, der ist nächste Woche ja längst hier. Ja, also würde man für das nächste Gespräch in der gleichen Wohnung, das gleiche Haus, das ein Ehepaar, für den Partner nochmal 100 Euro nehmen. Also irgendwo ist es jetzt aber doch, finde ich, Abzockerei. Ne? Also ich weiß nicht, tut mir leid, dass ich das mal so klipp und klar sage, aber dieser Pflegebedarf und Pflegebereich scheint mir doch also ein sehr weites Feld zu sein, habe ich das Gefühl. Ich bin nur so dankbar, dass ich das so gar nicht erleben musste. Dadurch, dass mein Mann dann ja im Hospiz war, da habe ich wohl sehr, sehr viel Glück gehabt. Denn wenn der hätte in Pflegeeinrichtungen müssen, dann wäre ich wohl auf Lebzeit ruiniert gewesen. Dann hätte ich mich wohl anschließend aufhängen dürfen. Ja, was diese Kosten im Moment angeht, scheint es so zu sein. Ich weiß nicht, wofür man da in Pflegekassen zahlt, wenn man dann sowieso alles selber trägt. Und dieses scheint also wirklich fast ohne Boden zu sein. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders ausdrücken soll. Warte mal, das Bunte. Ah, okay, dann suchen wir bei dem Bunten, so haben wir gesagt, bei dem Bunten. Ich muss es nur mal erstmal haben. Ich weiß nur nicht, wo es ist. So, jetzt in aller Ruhe, Petra. Da ist das. So, hier hättest du jetzt dieses. Ah, okay. Dann würde ich das hier vorne hin machen, weil da hinten ist schon so ein Umschlag. Und diesen Umschlag, den würde ich dann. Weil die Rückseite ist ja nicht so schön, dann könnte man diesen Umschlag einfach festkleben. Ja, dann habe ich aber das Problem, dass ich die Rückseite nicht sehe. Aha, okay. Das gefällt mir dann auch nicht. Ich hatte eigentlich vorgehabt, weil das so fragile Sachen sind. Warte mal, das ist richtig rum und das muss dann so rum. Ja, das versuche ich jetzt gerade mal rauszufummeln, dass wir das irgendwie unterbringen, ohne dass wir zu viel. Gut, dann müssen wir da einen kleinen Kompromiss schließen. Dann müssen wir das so dran machen an die Seite und mit großen Dingern festtackern. Dann kann man es rausnehmen und kann sie sich anschauen. Weil diese sind so dünn. Ich möchte nur nicht, dass da irgendwie was kaputt geht. Ne? So, das wäre der erste Streich. Also vor der Mitte. Okay, wir suchen. Vor der Mitte. Komme auch heute nicht zum Stempeln, sehe ich schon kommen, weil ich habe jetzt, das ist jetzt vor der Mitte, ist hier. Käme da der Umschlag dran. Wie süß ist das denn? So käme der Umschlag da rein. Warte mal, Moment, da müsste ich die Karte so rum. Aber es ist doch ärgerlich, dass diese Ränder da drauf sind, so schöne alte Sachen. Ich kann mich darüber wirklich ärgern, das sage ich euch, ganz ehrlich. Das ist wirklich furchtbar. So, dann habe ich das so, ne? Ja. Und dann suchen wir hier hinten nochmal, auch noch vor. Ah, da sind wir direkt fündig geworden, vor der Mitte. Genau, der Umschlag käme so rum rein. So rum käme das rein. Ach, Mensch.
dass jemand noch so schöne alte Sachen hat. Ich hoffe, dass du genug noch hast und dann auch mal so ein Sarah Kay Buch machst auf irgendeine Art. Du siehst ja, also wirklich, das ist so, so schön. Das macht so viel Spaß. So, ne? So. Dann habe ich hier einen so einen Aufkleber. Einen. Ich überlege, ob ich ihn einfach hier mit so dazugebe. Weil hier ist sowieso noch so eine Lücke. Meinst du, man kann den noch kleben? Ist ein Sticker. Guck mal, gell? Oh ja, man kann ihn abziehen, tatsächlich. Der klebt doch wahrscheinlich noch. Warte, wir machen es ruhig versetzt. Wenn er jetzt nicht genug klebt, oh ja. Weil ich habe da nur einen davon. Und ja, ist ja zu schade. Stickling. John Sands. Australia. Perla Deep. Das ist italienisch, glaube ich. Okay. Okay, lass uns weiterschauen, was wir machen können. Wir haben hier noch so wunderbare Sachen, dass wir die aufteilen auf irgendeine Art. Also die Stempel würde ich mit einkleben. Ich habe also alles doppelt. Danke, 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 dass ich es doppelt habe. Aber ich wusste nicht mal, dass es so schöne Stempel gibt. Oh, ich habe 4 Stempel. Ui. Die legen wir mal so. Und dann machen wir hier 3 Häufchen. 1, 2, 3. Die sind ja süß. So was gibt es, dass man mit Tieren gar nicht reden muss und sich trotzdem versteht. The Valentine Publishing Co. So was gibt es, dass man plötzlich merkt, wie schön es sein kann, wenn ringsherum alles still ist. Ach, wie süß ist das denn? Oder? Guckt euch das an. So was gibt es, dass man sich aufregt, ist, weil man denkt, hoffentlich kommt der Brief an. So was gibt es, dass man ganz genau fühlt, jetzt freut sich der Freund. Oh mein Gott, ist das niedlich. Hier sind 2? Ne, hier sind auch 3. Okay, dann kämen da 3 rein, 4 rein. Ist egal, dass es aufgeteilt wird. Ich glaube, das kann ich mal eben ausschneiden. Ne? Die anderen sind auch ausgeschnitten. Das schneide ich mal eben aus. Ja, genau. Das kann ich, glaube ich, wohl machen. Ja, jetzt, hier, jetzt die nächste Preisfrage. Ich brauche also noch Umschläge. Definitiv brauche ich noch 3 kleine Umschläge. Die könnte ich mit einkleben, denke ich mir. Die sind so süß, die könnte man, wenn man will, anmalen. Oder wir suchen mal noch einen Platz. Da wird sich aber was finden, da bin ich ganz sicher. Wir suchen einen Platz, der... warte ich mal... Ja, hier ist jetzt der schöne Umschlag. Hier ist das, hier ist das. Da habe ich gestenzelt. Sollen wir das einfach auf dieses... Nee, warte mal. Da ist schon so viel. Mal was suchen, wo weniger ist. Es sind bestimmt noch einige Ecken, wo weniger ist. Hier zum Beispiel ist nicht so viel. Hier könnten wir es einfach so mit draufkleben. Sollen wir das einfach machen? Weil hier die Seite ist ja sowieso nicht so toll, die Rückseite, dass wir es einfach auf die Rückseite kleben. Ich glaube, das tun wir einfach. Ja, über die Stempelabdrücke habe ich mich natürlich super gefreut, weil ich nicht mal wusste, dass es sowas gegeben hat. Ich runde die jetzt ab. Einen Moment. Toll, dass ich solche tollen Sachen bekommen habe noch. Ich gehe einfach drumherum, damit man sieht, da ist noch was und dann klebe ich das einfach auf. Wenn ich Lust habe, könnte ich es noch, mache ich einfach alles mit Rot, fällt es dann auch auf. Ne? Ich habe Rot gerade in der Hand hier. Ja, heute Nachmittag habe ich mir vorgenommen, also gleich um 11:30, glaube ich, fängt das an, ist eine Wiederholung, ich weiß nicht, RTL oder weiß ich nicht, Tempelritter mit Nicolas Cage, da habe ich zig mal gesehen, sind aber Filme, die ich tatsächlich selber nicht habe. Das ist zu der Zeit eine ungewöhnliche Geschichte. Wir haben nämlich fast alles gekauft. Die haben wir nicht gekauft. Und ich gucke gerade noch mal, ob ich eine bessere Stelle finde. Es kommt mir doch sehr unruhig vor. Wartet mal. Ich bin
noch nicht so weit. Kann mich noch umentscheiden. Hier, der ist auch gut drauf aus, ne? Das ist jetzt nicht so wirklich das, was mir... Wartet mal. Nee, ist noch nicht die letzte Geschichte hier. Da haben wir das Große drauf. Wisst ihr was? Ach, da habe ich so viel gestenzelt. Das ist doof. Ist das jetzt sehr schlimm? Ich mache das einfach so. So eine große Seite. Das kann die wohl vertragen. Hat man trotzdem noch viel Platz. Genau, so machen wir das. Ganz genau so machen wir das. Ja, und da kommt dann erst und zweite Teil. Die liefen jetzt irgendwie abends mal. Und da habe ich mir gedacht, okay, am Feiertag guckst du mal fern. Ach, ich habe den eigentlich ganz gern gesehen. Aber irgendwie privat schien der wohl so ein bisschen chaotisch zu sein, ne? Mit dem Geld und so. Also das war nicht so nach meinem Geschmacko. Naja, aber okay, geht mich ja auch nichts an. Privat ist privat, gell? Wir gucken gleich mal, ob wir noch Umschläge finden. Auf irgendeine Art oder irgendwie kleine Sachen, wo wir die... Mache ich so. Auch das finde ich jetzt immer sehr, sehr schön. Ah, ich habe noch eine andere Idee. Ich habe doch von diesem Vellumpapier noch... Warte mal, wo habe ich es hingetan? Ist es hier, ja? Ich mache das ganz einfach. Ich mache gar keine Briefumschläge, sondern ich habe also dieses Braun. Guck mal gerade, was ich jetzt hier noch habe. Hier ist noch ein Rosa. Bin mir nicht sicher, ob wir das hatten wir auch schon. Ich glaube, wir haben noch ein Blau. Wir nehmen das Blau. Wir haben noch ein Blau. Ich weiß nicht, wo man sowas kaufen kann. Ich habe die selber geschenkt bekommen. Ich finde die jetzt eigentlich wirklich ganz schön, die Sachen. Die kann man gut gebrauchen. So, wir machen also einfach drei Taschen. Lass mal eben gucken. Drei so Taschen. Also dieses Papier ist wie breit? Einmal schauen, gell? Einmal schauen. 30, ja besser geht's doch gar nicht. Selbst für Petra Dovi kann das 30. Kann ich drei Teile rausmachen? Uiuiuiui. Selbst ich schaffe das. Uiuiuiui. So. Wir brauchen natürlich nicht so wahnsinns wuchtige Taschen. Eigentlich nicht, ne? Wir können davon noch was aufheben. Das wäre... Lass mal eben gucken. Wollen wir es ja auch nicht verschwenden. Wenn wir das jetzt nochmal so abschneiden hier, machen wir dann einfach so. Ne, ist nicht gerade. Merkt ihr doch irgendwo ein Dingens hier, Fräulein? Guck noch mal lieber einmal zu viel nach. Ja, so ungefähr. So. Okay, das heben wir wieder auf. Das tue ich in die Kramkiste. Die Ecken runden wir alle ab. Sieht immer schöner aus. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn diejenige mir noch mal sagt, wo sie es her hat... Ich bin auch schon ein paar Mal gefragt worden und ich kann es leider ja nicht beantworten, weil ich habe es nicht selber gekauft. Ich habe es geschenkt bekommen. Ja, dann will ich es gern weitergeben. Ich habe es eigentlich vorher nie gesehen, aber ich habe auch noch nie nach sowas gesucht. Also deswegen weiß ich nicht, vielleicht gibt es das sogar irgendwo hier. Ne, warte, das haut nicht hin. Machen wir es lieber einzeln. Dann ist es ordentlich, gell? Und der dritte Streich. Ja, so kommt man dann nochmal an die Bastlein. Ist immer noch nicht am Stempeln. Aber das war ja jetzt doch zu schön, um das irgendwie nicht noch zu verwenden. Ne? Ist ja wohl klar, oder? Ich geht ja gar nicht. Da müssen wir ja ganz ehrlich sein. Wo kommen die jetzt her? Wo haben die gelegen?
Halt! Die haben unterm Buch gelegen. Die hatten sich festgezwitschert. Ei! Ah, dann habe ich... warte, jetzt gucken wir mal genau nach. Irgendwo hatte ich 4. Die Mitte hatte... Oh Gott, nee, warte. So kalte Finger. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier habe ich jetzt 1, 2, 3. Ich habe einen übrig. Ach Mensch. Der ist süß, gell? So richtig niedlich. Dann kommt in die Mitte halt mehr rein. Das ist ja egal. Oder habe ich einen, den ich vielleicht hinter in ein anderes Album mit reingeben könnte. Oder ich würde das jetzt eigentlich gern zusammenlassen. Jetzt gucke ich aber nochmal drunter, nicht, dass noch was drunter klebert. Oder unter dem Umschlag irgendwo noch sich was versteckt. Nee, das haben wir jetzt okay. Das ist okay. Wir suchen jetzt noch ein Plätzchen, wo wir noch was... Ach, finden wir, ganz bestimmt. Hier wäre auch ein schöner Platz, weil hier ist nicht viel drauf, wenn man ehrlich ist. Ne? Das könnte man so machen. Könnte man machen. Das. Würde mir gefallen. Gucken wir mal, vielleicht finden wir was Besseres. Ich hätte Umschläge, aber ich möchte, dass man die sieht. Ne? Da können wir irgendwie, die habe ich jetzt nur so. Die muss ich noch festmachen, die Umschläge. Ja, ich weiß. Ja. Könnte das jetzt hier... Nee, dann haben wir dieses Glitzernde nicht hintereinander weg. Das ist dann blöd. Das ist dann richtig doof. Die Sachen sind eigentlich ziemlich belegt. Und hier diese große Seite mit dem großen Umschlag ist auch belegt. Das könnte man natürlich jetzt hier drauf machen einfach. Und man hätte dann gleichzeitig diese blöde Seite verwendet. Ich glaube, das würden wir einfach so mal versuchen. Dann nehmen wir wieder das Klebeband, ne? Das ist dann wohl das Reellere, denke ich mir. Und ja, okay. Halbe Stunde ist um. Ja, das würde ich aber jetzt gerne noch kurz fertig machen. Kann ich schon weglegen hier. Das hat ja nicht viel zu halten, das ist ja nur so dünnes Papierchen. Man kann so ein bisschen wieder, ich habe ein bisschen zu lang geschnitten, kann so ein bisschen erkennen, dass da was ist. Und trotzdem ist es geschützt. Ne? Kann es rausholen, wenn man möchte. So, und muss ich natürlich auch noch mal eben dran her zwitschern. Ja. Gucken wir mal. Ja. Und letzter Streich ist der. Ja, das ist nicht verkehrt. Da mache ich das so mittig drauf. So halbwegs. Verschiedene Ebenen so. Dann ist diese Seite, die nicht so schön ist, verdeckt. Und jetzt suchen wir uns eins. Das ist hübsch. Das ist süß hier. Die sind eigentlich alle süß, ne? Und warte mal. Und fächern das so rein. So, ne? Dass man sieht, da gibt es was ganz, ganz Tolles noch. Oh, ist das herrlich, oder? Oh, Mensch, da freue ich mich so drüber. Ja, das war wirklich lieb, dass du an mich gedacht hast und mir das geschickt hast. Da freue ich mich sehr. Also diese Stempel lassen mir jetzt keine Ruhe. Wo gibt es diese Stempel wieder? Hier haben wir da schon eine kleine Madame drauf gestempelt. Ist aber nicht so schlimm, denke ich mir. Gehen wir einfach eine Etage höher. Alles machbar. Ich wusste ja nicht, dass noch was kommt. Konnte ich ja nicht ahnen. Ja. Heute Mittag, also wie gesagt, erstmal habe ich viel will ich Fernsehen. Werde einen ganz ruhigen Nachmittag machen. Ich habe mir sonst nichts vorgenommen. Einfach nur sitzen und Fernsehen. Auch schön. Draußen ist nichts. Ist zu kalt, ist zu schäbig. Und ich habe noch von diesem veganen Lachs. Und dann mache ich mir heute
Reibeplätzchen, also Kartoffelplätzchen. Ich weiß nicht, jeder sagt da irgendwie was anderes zu. Bei uns heißen die Reibeplätzchen. Reibekuchen, so, ne? Und dann mit dem Lachs und ein bisschen Meerrettich. Mm. Also veganer Lachs, ne? Bitteschön, ne? Das ist klar. Ja, das ist logisch, ne? Veganer Lachs. So, dann können wir das da schon mal reinschieben. Da ist es, die sind so schön, diese hier. Oh, ist das toll, oder? Mensch, so was Schönes. Freut man sich so richtig drüber jetzt. Genau, dann machen wir das auch noch kurz fertig. Das habe ich immer noch nicht gestempelt und die Zeit ist schon wieder um. Ja, das möchte ich aber jetzt noch mal ganz kurz eben fertig haben hier. Ich weiß jetzt nicht, wie es morgen ist mit Filmen. Also morgen ist Samstag, wie gesagt. Ich habe nichts Besonderes vor. Aber muss mal gucken. Naja, ich hatte eigentlich gedacht, am Ostersonntag den Flip Through zu machen. Das war so der Plan. Vielleicht könnte ich das auch noch schaffen. Nur ich muss ja noch ein bisschen stempeln hier, ne? Das wollte ich ja unbedingt noch machen. Und ach, hier ist auch schon einer drauf gezwitschert worden. Aber das ist nicht schlimm. Nein, 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 das ist gar nicht schlimm. Das ist ganz wunderbar. Suchen wir uns auch. Ja, der ist schon schön. Die sind alle, oh, die sind alle so süß. So, die schieben wir dann so rein, dass man sieht, ah, da sind mehrere Schätze verborgen. Verborgen. Die drei anderen Stempel hebe ich mir auf, die tue ich in mein, das heißt vier, Format war jetzt nicht so, die drei und das eine habe ich doppelt, die tue ich in mein Tagebuch. So der Plan. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank an Ramona. Hat mich super, super doll drüber gefreut, über deinen lieben Brief. Die tollen Sachen. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz lieb von dir. Und zum Schluss würde ich euch ganz kurz gern noch zeigen. Ich habe die soweit fertig gemacht. Auch da könnte man jetzt noch ordentlich drin stempeln. Seht ihr? So. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. So, ne? Und ich zeige mal eben kurz so, wie ich so gemacht habe. Klebt so ein bisschen fest. Auch da würde ich jetzt noch ein bisschen mit Stempelfarbe vielleicht drin arbeiten wollen. Oh, ich habe gestern heute Morgen noch geklebt vom Frühstück. Ja, und gestern Abend habe ich auch noch dran gesessen, weil es war so kalt hier und so schäbig. Ich weiß nicht, jetzt habe ich hier so ein bisschen. Naja, ist aber nicht schlimm, ne? Also, meine Güte, ja, dann klebt es mal aneinander. Geht die Welt nicht von unter, ne? Und jeder hat so eine Karte hinten. Warte. So eine Karte von diesem Papierset mit reinbekommen. Ne? Entschuldigung, es ist wirklich kalt. Ich sag's euch ehrlich, ich jaul nicht ohne Grund. Es ist wirklich kalt. Ich denke, ich sitze hier so bei 7, 8 Grad höchstens, wenn ich die habe. Ich habe heute den Ofen noch mal angemacht. Das war mir doch zu assig. Also es fehlt noch ein bisschen Stempelfarbe, damit noch so ein paar extra Konturen reinkommen, ne? Let's get cozy steht hier drauf. Ne? Das ist diese Rückseite. Dies hattet ihr ja gesehen, ne? Oder? Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich glaube, hattet ihr auch nicht gesehen. Oh, warte mal, hier hat sich da was festgezwitschert. Den habe ich übersehen hier. Guck mal, machen wir ganz kurz einen Prozess. Ich habe noch hier so einen kleinen von Sarah Kay. War jetzt nicht geplant, aber macht nichts. Der ist mir ausgegangen. So, da haben wir jetzt auch was drauf. Süß. Ja, hier fangen wir so an. Hier sind so Kärtchen. Hier ist das Bild. Oh, ich habe aber wirklich mit der Kleberei nicht so richtig. Ja, das kommt, wenn man im Kalten sitzt, dann schnell, schnell, schnell. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Und dann klebt das nicht, trocknet das nicht gut. Aber ein bisschen Stempelfarbe drauf und dann hat sich das schon mal wieder. Oh, doch, das ist richtig. So. Und dann haben wir noch dieses und dieses. Da ist das. So. So, und die anderen hattet ihr ja, dieses hattet ihr, hatte ich euch ja gezeigt, hatten wir ja zusammen gemacht, gell? So.
Ich finde die sehr, sehr schön. Nach wie vor gefallen mir die sehr gut. Und so eine kleine Bastelei, wo man ganz, ganz viel... Also, nochmal eben als Anmerkung. Ich habe zum Beispiel hier so Bilder. Die habe ich aus so einem Flyer raus. Das ist ein richtig süßes Foto. Ne? Oder... ich hatte hier noch mehr liegen, wartet mal. Vielleicht kann ich jetzt so schnell was finden. Na, so schnell finde ich nichts. Aber ich hatte so aus Artikeln so alte Bilder ausgeschnitten, sowas ausgerissen. Das kann man dafür auch nehmen. Man muss nicht die teuren von Tim Holz haben. Man muss es nicht. Man findet auch teilweise in Zeitungsartikeln alte Fotos, alte Gesichter, altes dies, altes das. Sammeln, sammeln, sammeln. Ne? Und dann kann man alles verwenden irgendwo. Ne? Das ist kein Problem. Ja, für heute sage ich Tschüss. Ich wünsche euch eine gute Zeit, falls wir uns nicht mehr, aber wir werden uns nochmal. Wünsche ich euch frohe Ostern. Macht's euch nett und gemütlich. Bastelt vielleicht eine Runde, wenn ihr Lust habt. Oder klebert oder malt. Und ansonsten werdet die meisten ja mit Familie vielleicht ein bisschen was machen. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiederschauen.